Immer noch unter dem Eindruck vom Tod von Ray Harryhausen am 7. Mai 2013 in London, ja, bin ich dazu übergegangen, in meinem Keller zu schauen, welche Bücher habe ich denn von Ray Harryhausen. Und ich habe zwei Bücher gefunden, neben etlichen Filmen. Bei den Filmen ist ja das Problem, die Tricks von Ray Harryhausen waren phänomenal. Diese Stop-Motion-Technik, die er eingeführt hat oder verbessert hat von seinem großen Meister, die ist, ja, wegweisend, bahnbrechend gewesen. Die Filme, muss man leider zugeben, waren nicht immer bahnbrechend. Die Inhalte waren, naja, dementsprechend schlecht zum Teil. Aber trotzdem, er war ganz, ganz wichtig für die Branche. Und ich habe mir überlegt, welche Bücher habe ich denn eigentlich von Ray Harryhausen, und habe im Keller zwei meines Erachtens super Bücher gefunden, die er beide selber verfasst hat, zusammen mit Tony Dalton. Tony Dalton ist Filmhistoriker, britischer Filmhistoriker. Wir wissen, der Ray Harryhausen hat den Großteil seines Lebens dann in London mit seiner Frau gelebt, obwohl er ja, Amerikaner ist. Fangen wir mit dem ersten Buch an, Ray Harryhausen, An Animated Life. Ist im Grunde eine, ja, Dokumentation über sein Werk, sein Gesamtwerk. Sehr schön gemacht, viele Zeichnungen, aber vor allem sehr, sehr viele Fotos, wie die Filme gemacht wurden, wie die Filme produziert wurden, wo die Filme, die vor allem die Special Effects in den Filmen gemacht wurden, von, ja, von den ganz frühen Sachen, die er gemacht hat. Hier Panik in New York, glaube ich, hieß der deutsche Titel dieses wunderbaren Monsterfilms. Hat mich als Kind fasziniert, die Geschichten, und ich habe es nicht für möglich gehalten, dass das Tricks natürlich sind. Hier der erste große Film, ich glaube King Kong, es war eine King Kong-Verfilmung, Mighty Joe, glaube ich, hieß er im Original. War ein schlechter Film, muss man zugeben, aber die Tricks waren phänomenal. Er hat auch wie so ein kleine Kostümfilmchen, Märchenfilme gedreht, die hier, glaube ich, irgendwo kommen. Aber vor allem ist er natürlich durch die ganzen Monster, die er geschaffen hat, durch die ganzen, ja, hier diese Sachen, berühmt geworden. Und ja, Hollywood hat sich verneigt, als Ray Harryhausen im Mai gestorben ist. Peter Jackson als Regisseur von Herr der Ringe hat gemeint, es gäbe Herr der Ringe nicht und es gäbe seinen King Kong nicht, wenn Ray Harryhausen nicht gewesen wäre. Hier, das war für mich ein absoluter Schock als Kind, den habe ich im Frühstücksfernsehen quasi gesehen, von ORF mal. Und dieser Zyklop, der die Leute gegrillt hat, das hat mich als Kind nächtelang verfolgt, diese Szene. Heute, wenn ich sie mir anschaue, naja, ist dann doch nicht mehr so berauschend vor Angst, aber die Tricktechnik phänomenal. Sindbad, Zip der Reise, Jason und die Argonauten und natürlich zuletzt, ja, der Kampf mit den Skeletten und natürlich der letzte große Film von ihm, Kampf der Titanen. Ich glaube, 1981 kam er in die Kinos, ich habe ihn angeschaut, es hat mir super gefallen, aber wir haben natürlich gemerkt, vor allem mit dem heutigen Blick, CGI hat 1981 schon Einzug gehalten in die Filme. Star Wars 1, also beziehungsweise A New Hope, wie es so schön heißt, das Star Wars 6 war es natürlich, hat schon angefangen mit anderen Tricks zu arbeiten, und spätestens bei Das Imperium schlägt zurück kam ja Digitaltechnik. Das war natürlich nicht Digitaltechnik, aber es war für mich phänomenal zu sehen. 1981, danach hat Ray Harryhausen keine Filme mehr gedreht. Ich glaube, der Kampf mit der Medusa ist auch dabei. Also ganz, 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 ganz tolle Sachen. Wie gesagt, dieses Buch, An Animated Life, ist eine Dokumentation über seine Filme, die er selber geschrieben hat. Das Vorwort: Ray Bradbury, also ein nicht ganz unbekannter Science-Fiction-Autor. Das zweite Buch, The Art of Ray Harryhausen, ist natürlich diese Buchreihe, die klassischen. The Art of, also es sind im Grunde Zeichnungen, wie sind die Sachen gemacht, Sketches, Entwürfe, Skizzen, wie sind diese Filme in der Pre-Production aufgenommen wurde. Vorwort hier Peter Jackson. Und hier, wenn man durchschaut, einfach mal, Buch ist im Grunde nur mit, fast nur mit Zeichnungen drin. Tolle Modelle.
Hätte gerne, muss ich sagen, so einige Modelle, vor allem die Medusa hätte ich so gerne als kleines Modell hier für den Schreibtisch. Hier sieht man sehr, sehr schön, ja, wie die Vorbereitungen für die Szenen waren, mit welcher Akribie hier Ray Harryhausen gearbeitet hat. Und man sieht hier natürlich auch sehr, sehr schön, mit welchen Details er gearbeitet hat, wie detailversessen der Mann war. Tolle Geschichten, hier schaut euch mal solche Sachen an. Also hier ein, zwei von diesen Statuen wäre schon schön, wenn ich die mein eigen nennen könnte. Zeichnungen en masse aus dem Leben von Ray Harryhausen. Ein ganz, ganz großer Künstler, ein ganz, ganz großer Mann. Und wenn man das Buch mal umdreht, sieht man auch hier die Einflüsse, die er hatte. Peter Jackson sagt, es gäbe nicht Herr der Ringe oder es gäbe auch nicht King Kong, wenn es Ray Harryhausen nicht gegeben wäre. George Lucas ebenso, Ray Bradbury, Steven Spielberg hatte sich im Nachhinein geäußert. Und was ich ja total schön finde, Kermit der Frosch sagt auch was über Ray Harryhausen. Großer Mann, schade, dass er von uns gegangen ist, aber in seinen Filmen, in seinen Büchern lebt er weiter. Und diese beiden Bücher kann ich empfehlen.